was sind denn eigentlich die sicherheitsrelevantesten Fahrzeugteile? Viele werden jetzt meinen, es sind die Reifen oder die Bremsen. Das stimmt nur zum Teil, denn um diese auch richtig kontrollieren zu können, muss man die Fahrbahn ja sehen. Und Forstinger hatte den Anspruch, mit seinen Werkstätten mit den jeweiligen Größen des Segments zusammenzuarbeiten. So kommen beispielsweise die Austauschbatterien von Banner, die Scheiben von Securit und die Schmierstoffe von Shell. Und da passt wunderbar ins Bild, dass man sich für die Leuchtmittel für Osram entschieden hat. Der Name setzt sich übrigens aus den Worten Osmium und Wolfram zusammen. Bestandteile des Glühfadens in einer handelsüblichen Glühbirne. Aber um die geht's jetzt nicht, sondern um die Sicht beim Autofahren. Mit dem Ziel, die Sicherheit zu verbessern, haben wir uns zwei Fahrzeuge mit drei Kandidatinnen geholt. Also vor allem für mich als Mama ist es wichtig, dass ich die anderen Kinder sehe, wenn ich die Emilia in der Früh in die Schule bringe. Und auch, dass die Kinder, die über die Straßen gehen, mich sehen. Ja, man fühlt sich unsicher. Man hat das Gefühl, auch nicht gesehen zu werden. Und man ist ausgeliefert einfach auf der Straße. Und man muss Tempo reduzieren. Das ist nicht immer gerade angenehm. Klar, hier muss geholfen werden. Einen kleinen Beitrag zur verbesserten Scheinwerferleuchtkraft kann man übrigens auch selbst leisten. Beginnen wir mal mit der günstigsten Möglichkeit, Licht und somit auch Sicht zu verbessern. Und zwar, wir waschen einfach mal den Scheinwerfer. Geht übrigens mit einem ganz normalen Scheibenklar. Trotz des guten Allgemeinzustandes ist die Lichttechnik beider Fahrzeuge nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Ein Austausch in der Forstinger Fachwerkstatt lohnt sich in jedem Fall. Darum wird der Fiat Grande Punto mit den Osram Nightbreaker Laser ausgestattet. Diese bieten eine 150% höhere Helligkeit und ein bis zu 20% weißeres Licht. Der Polo bekommt eine echte Innovation verbaut, den Nightbreaker LED. Die Osram Nightbreaker LED-Lampe ist die erste straßenzugelassene H7-Abblendlichtlampe, die es gibt auf dem österreichischen Markt. Sie ist für sehr viele gängige Fahrzeugtypen bereits zugelassen und hat sehr, sehr viele gute Eigenschaften. Sie hat eine über 200% höhere Helligkeit als eine normale H7-Lampe und eine fünffach längere Lebensdauer. Die anderen am freien Markt verfügbaren H7-LED-Lampen sind aktuell nicht straßenzugelassen und blenden mit hoher Wahrscheinlichkeit andere Verkehrsteilnehmer, womit man sich schlussendlich auch selbst gefährdet. In weiterer Folge, die Polizei weiß sehr wohl über diese technischen Rahmenbedingungen Bescheid. Und wenn man mit so einer nicht straßenzugelassenen H7-LED-Lampe erwischt wird, dann ist Minimum mit Strafen zu rechnen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Scheinwerfer des VW Polo haben eine Strahlkraft wie ein Neuwagen. Es ist so hell, es ist so wunderbar. Ich habe wirklich große Freude damit. Endlich kann ich wieder bei Nacht unterwegs sein, ohne Angst haben zu müssen. Und es ist genial. Auch die Umrüstung des Fiat Grande Punto hat sich bezahlt gemacht. Also es ist heller, es ist toller, ich freue mich schon so richtig aufs Heimfahren. Bei Forstinger gibt es aber nicht nur die Möglichkeit, seine Scheinwerfer fachgerecht und legal umzubauen, sondern seine eigene Sichtbarkeit auch außerhalb des Autos zu verbessern. Gut sehen ist die eine Geschichte, gut gesehen werden ist die andere. Und mein Tipp ist auch mal was dafür zu tun, wie zum Beispiel der. Den sieht man. Ich glaube, so eine Jacke hole ich mir auch.